So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich freue mich, dass ihr alle wieder einschaltet. Heute die große Nachricht um 13 Uhr. Planen Mnuchin, der Finanzminister in den USA, und Jerome Powell eine Pressekonferenz, nicht eine Pressekonferenz, Entschuldigung, eine Telefonkonferenz. Also da wird intern sich zusammengerufen. Christine Lagarde, Chefin der EZB, ist dabei. Die G7-Finanzminister sind dabei, weitere Zentralbanken sind dabei. Ich denke mal, die britische wird auch dabei sein, ist jetzt nicht namentlich genannt gewesen, aber der französische Finanzminister hatte ein, so wie er sagt, sehr erfreuliches Gespräch mit Christine Lagarde an diesem Morgen. Wir wissen ja, in der Nacht hat die australische Notenbank bereits den Leitzins gesenkt und ähnlich wie bei der Finanzkrise ist dieses konzertierte Vorgehen das hier besonders große Schlagkraft besaß. Und offenbar berät man jetzt, ob man so etwas nochmal macht und wenn ja, in welcher Form. Es gab keine konkreten Ankündigungen, was da, ob da konkret irgendwas kommen wird. Man möchte erstmal sprechen. Ich habe schon die vorbörsliche Spanne eingezeichnet vom Germany 30, 12.011. Die Frage, schiebt er sich da jetzt drüber, bildet er eine Signalkerze aus? Die große Geschichte, und da verstehe ich viele Kunden, die bei uns den US30 handeln oder den SPX und nicht den Germany 30, denn der SPX in den USA hatte bereits am Freitag einen Boden ausgebildet und hat den gestern nicht zerstört in diesem Rücklauf. Der Germany 30 hatte den Boden gestern ausgebildet und hat diesen Boden dann in dem Rücklauf zerstört. Also DAX hat hier was gemacht, was nicht bestätigt war durch den US-Markt. Der US-Markt ist hier mal charttechnisch sauberer gelaufen, hat hier also mit der Bodenbildung kein Fehlsignal geliefert. Jetzt haben wir hier im Minutenchart erstmal einen Ausbruch, 12.043 Punkte. Liegt dieser Ausbruch hier, diese pinkelnden Boden von gestern, da sieht man die ganze Geschichte nochmal mit dem tieferen Tief, wurde der zerstört, kann ich jetzt mal rausnehmen. Und wir gucken jetzt mal im 1-Minuten-Chart, ob wir uns hier stabilisieren können. Im Stundenchart haben wir jetzt hier auch erneut im Pink, können wir das einzeichnen, beim Germany 30 einen neues 1, 2, 3 Tief. Ich muss es neu einzeichnen. Ich mache das am besten gleich hier. Also im Stundenchart hier eine 1, 2, 3, die dann gleich nach dem Fehlsignal kam dann das Einsehen auch bei den DAX-Tradern. Hey, der US-Markt macht ja gar nicht mit, was wir hier gemacht haben, ist gar nicht so bärisch, sondern irgendwie die Wall Street hat ja hier schon den Boden ausgebildet. Jedenfalls 12.050 wäre das 61,8er Ziel aus dieser Bodenbildung, die wir dann gestern kurz nach der Mittagszeit ausgebildet haben. Und im 1-Minuten-Chart müssten wir über die 12.043 drüber, um ein Signal für nachhaltigen Ausbruch aus der vorbörslichen Spanne zu setzen. SPX hier, wie gesagt, bereits eine Bodenbildung hier abgeschlossen am Freitag, hat die hier nochmal unterschritten, wieder drüber gekauft und wir sind jetzt in der laufenden Bewegung. Man kann sich an den Fibo-Marken als mögliche Widerstände, Unterstützungen orientieren. Damit dann auch schönen guten Morgen in die Runde. Albi, Mario, Taipan, Leertaste, Peter, Paul, Nico, Dom, Roman, André, F, Stefan, M, Renzo, Short, Jasmin Schmotz, schönen guten Morgen. Neuer Name hier an Bord. Mike und Holle, schönen guten Morgen. Petra, wünschst du Tui, kann ich mir gleich anschauen. Thomas L., Ernst Aigner, Michael Gedge, Peter, Huckleberry Finn, Uli, schönen guten Morgen an euch. Limitless Trading, auch ein neuer Name hier an Bord. Servus. Werner F., auch ein neuer Name hier an Bord. Herzlich willkommen im YouTube-Chat und ich lade auch jeden ein, der chatten und sich austauschen möchte, mir Fragen stellen möchte, Wunschanalysen äußern möchte, sich im YouTube-Chat anzumelden. Acid Dog und Ute, schönen guten Morgen. Ignatius, Warm-up. Servus. Short 1964. Fragt, wo ist die 9-Uhr-Kerze? Okay, ja. Guten Morgen, Jochen Stanzl. Sorry. Ich bin hier ein bisschen.
falsch unterwegs gewesen. Entschuldigung für die, es ist nicht wirklich ein Signal entstanden, aber die vorbörsliche Spanne reicht hier natürlich von 11.936 auf 12.043. Vielen Dank an Short 1964. Und sorry für den Fehler. Lufthansa plus 4,7%. Ich habe das mal ein bisschen ausgeweitet. Und zwar bin ich hier jetzt im Monatschart und habe gemerkt, hey, guck mal, im Monatschart ist 1, 2, 3 aus dem Jahr 2008, 2009. Bei 10,83 ist der Punkt 1 und der wird jetzt gekauft. Plus 4%, 11,45 aktuell bei der Lufthansa. Also spannende Geschichte. Haben wir hier ein zyklisches Tief erreicht in der Aktie. 10,83 auf jeden Fall zentraler Support. Tief laufende Bewegung und FIBO-X. Also hier, man kann es ja in der FIBO-Marke in dieser laufenden Bewegung nach der Bodenbildung Bestätigung, die wir jetzt vorläufig hier haben, orientieren. Solange wir über 10,83 sind, ist hier eine aktive Bodenbildung. Die SAP hat auch eine Bodenbildung im Januar 2019 ausgebildet. Ich befinde mich hier im Wochenkerzenchart. Eine Kerze steht für den Preisverlauf in einer Woche. Wir haben eine laufende Bewegung und haben jetzt zurückgesetzt auf das 1,61. Ach, da 110 Euro liegt da. Diese Marke sollte die halten, hätten wir die Chance, zum nächst höheren FIBO-Level zu gehen. Das liegt bei 119,95. Wirecard plus 3,3% aktuell, da immer noch eine Bodenbildung, 1, 2, 3 ein aktives aus dem Januar, Februar 2019 oder Februar, ja, 2019. Und hier die Fibonacci-Marken können verwendet werden als mögliche Unterstützung. Widerstände wie gestern auch, ein Widerstand heute 121,26. Sollten wir da scheitern daran, könnte es den ganzen Weg nochmal runtergehen in Richtung 107,80 €. Unter 107,80 €, würde die Bodenbildung in Frage gestellt werden. Für den Moment haben wir eine aktive Bodenbildung eben in der Wirecard-Aktie. Und wir könnten deutsche Aktien, CFDs wie die Wirecard, SAP und Lufthansa mit einer fixen Kommission von 5 Euro Stückzahl unabhängig handeln. Long und Short, und es gibt bei uns auch garantierte Stops, was in so hohen volatilen Zeiten vielleicht auch interessant sein könnte für den einen oder anderen. Also man kann mit garantierten Stops einen Stop ausmachen, und wenn dann die Aktie wo ganz anders eröffnet, als sie geschlossen hat, unter dem eigentlichen Stop, dann ist man ja mit einer normalen Stop-Loss-Order, kommt man theoretisch sehr viel schlechter aus der Position raus, weil es ja eine Stop-Order nichts anderes ist als eine Order, die sich dann in eine Bestens-Order verwandelt. Schlagt man das als zum nächsten Preis, der gehandelt wird, los, und der kann wohl ganz anders sein, als man sich das wünscht. Beim garantierten Stop macht man gegen eine Prämie einen Preis aus, und dann bekommt man auch eine garantierte Ausführung zu diesem Preis. Das kann man mit CFDs auch machen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Hebel von 5 bei CFDs natürlich in Gewinn- wie auch in Verlustrichtung wirkt. Sollte sich da also im Vorfeld die Funktionsweise genau verstanden haben, und kann das natürlich über ein Demo-Konto auch ausprobieren. Das sind 10.000 Euro an virtuellem Startkapital. Auf cmcmarkets.de gibt es ein Demo-Konto für jeden, der das ausprobieren möchte. Und dann bekommt man eben über das Demo-Konto auch 30 Tage Echtzeitkurse für deutsche, für US-Aktien, für viele andere Aktien, CFDs. 30 Tage Echtzeitkurse kostenfrei über dieses Demokonto. Und man hat auch Zugriff auf die ganzen Charts, die ich hier teile im Chartforum. Da geht man einfach hier auf Nachrichten und Marktanalysen und dann auf Chartforum. Und hier sind dann die ganzen Charts, die ich hier teile. Mit einem Klick kann man die sich in das eigene Konto ziehen. Harald Seifi, neuer Name wollte ich eigentlich sagen. Schön, dass du mit an Bord bist. Uwe Flieger, Wilfried, Bruno, guten Morgen. Roman, Servus, Nico,
Lufthansa, was sage ich da im 1-Minuten-Chart zur Lufthansa-Aktie? Also eine Besonderheit in der Next-Gen-Handelsplattform, es wird im 1-Minuten-Chart immer der letzte Schlusskurs verbunden mit dem ersten Eröffnungskurs im 1-Minuten-Chart, im 5-Minuten-Chart nicht. Also diese erste Kerze muss man einfach ignorieren. 1-Minuten-Chart, höheres Hoch und jetzt Rücklauf. Im 5-Minuten-Chart kann man hier jetzt dann auch sich in einem kleineren Bild orientieren, indem ich hier diesen Impuls nach oben abzeichne. Und hier haben wir jetzt also eine aktive Bodenbildung und eine laufende Bewegung. Man kann sich über die Fibo-Marken hier wieder orientieren. Die Make-or-Break-Marke ist hier auf der Unterseite die 1104, sollte also möglichst nicht unter 1104 zu gehen, um Intraday eben den Boden, der jetzt gebildet wurde, zu wahren. Paule, schönen guten Morgen an dich. Du fragst nach Adidas, wie es da aussieht. Ist ADS das Ticker-Symbol? Jawohl. Da ist auch eine Chartanalyse im Chartforum vom 19.02. Aktives Top, laufende Bewegung. Meine Analyse schließe ich mich an. hier also ein 1, 2, 3 Top, das wir gebildet haben im Januar, Februar. Wir sind jetzt in dem Bereich von zwischen 4,23er und 5,81er Extension von diesem Top. Also ein Top, ist, habe ich gerade Boden gesagt, ich wollte Top sagen, ist ein 1, 2, 3 Top da oben entstanden. Und wir sind jetzt in dem Bereich zwischen 241 und 259 Euro, wo man sagt, da ist eine volle Bewegung abwärts gelaufen oder könnte gelaufen sein. Und dort könnte dann eben wieder ein Tief entstehen. Also hier mal aufpassen, ob wir hier so einen Impuls bekommen. Den haben wir hier eigentlich auch, aber eigentlich gestern auch wieder ein Abverkauf, also besser wäre noch mal ein tieferes Tief, vielleicht Test der 251, 53 und dann ein sauberer Aufwärtsimpuls, sauberes 1, 2, 3. Das ist das, was hier bei Adidas noch fehlt. Ansonsten ist das ein intakter Abwärtstrend seit dem Top. Michael Stuckmann, schönen guten Morgen. Du fragst nach dem Gold und Gruß aus dem Ruhrpott, Gruß hier in den Ruhrpott. Und wir machen jetzt für den Ruhrpott hier eine Analyse für den Goldpreis. Ich habe ihn hier auch schon laufen, jetzt ein Plus von 7 Dollar. Wir sind im Goldpreis ähnlich ein bisschen wie bei der Adidas, kann man zwar nicht vergleichen, aber technisch dann schon. Da haben wir auch einen Top ausgebildet am 24. Februar in dem Fall, haben jetzt auch eine volle Bewegung gemacht, sind also zwischen 4,23er und 5,81er. Extension und dort haben wir wieder ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet. Ja, also es ist eine aktive Bodenbildung über 15,93. Wenn Gold darüber bleiben würde, über 15,93, dann kann man und könnte man sich an den Fibonacci-Extensionen nach oben orientieren als mögliche Widerstände und Unterstützungen. Ein Rutschen unter 15,93 würde bedeuten, dass wir die Bodenbildung in Frage stellen. Ja. Da also drauf achten. Ansonsten hat man dann nach oben die blauen Extensionsziele nach oben. Wenn da eine Rallye kommen sollte, würde es dann wichtig sein, dass wir die 1669 und den Punkt 1 von diesem 1, 2, 3 Top nachhaltig erklimmen, dann verteidigen als Unterstützung, um den bullischen Druckaufbau nach oben zu ermöglichen. Oskay fragt nach QSC. QSC hat den Boden bestätigt vom Dezember und hier also ein aktives 1, 2, 3 tief laufende Bewegung. Man kann sich an den Fibo-Marken nach oben orientieren. Germany 30 jetzt mit einer Signalkerze. SPX prallt an der 100% Extensions Marke 3067 nach oben ab.
Nico fragt nach Hugo Boss. Achte bitte jetzt im Germany 30 auf die Signallinie. Kommen wir über die 12.066 drüber. Nicht unspannend. Oktober 2019 bildete Hugo Boss ein 1-2-3 tief aus mit einem Anstieg über 38,53. Wir sind also jetzt an der Marke, Punkt 1, wo wir den Boden bestätigen könnten, wenn wir nicht runterfallen. Wenn wir drüber bleiben, dann haben wir eine Bestätigung von der damaligen Bodenbildung und die Möglichkeit, dass wir uns nach oben arbeiten. Dann wären die Fibo-Marken hier mögliche Unterstützung, Widerstände. Das im Germany 30 ist bisher nicht so wirklich überzeugend. Wir bräuchten einen nachhaltigen Bruch über die 12.066. Das wurde gerade ein bisschen abgewehrt. Dom 1899 fragt nach TeamViewer. Ich habe mir gestern die Margin angeguckt von TeamViewer. Die haben Margen von 55-60%. Das ist ordentlich. Apple hat 25% Margin. Allerdings bei Apple, das was besonders stark wächst, ist der Services-Bereich und da haben die Margen von 65%. Aber TeamViewer mit Margin wie im Services-Geschäft bei Apple ungefähr vergleichbar, also schon eine ordentliche Hausnummer. Also wenn ich 100 Euro dahin trage, dann bleiben 60 Euro bei TeamViewer. Und jetzt natürlich die Geschichte, Leute bleiben zu Hause, arbeiten daher mehr mit TeamViewer, um eben über das Internet, über Homeoffice dann mehr kooperieren, zusammenarbeiten zu können. Schafft TeamViewer das so eine Sonderkonjunktur und bleibt vielleicht dann, dass die Hoffnung eben über diese Corona-Geschichte hinaus dann auch vielleicht mehr Kunden hängen. Da ist viel Vorschusslorbeeren vergeben worden. Technisch betrachtet ist es so, dass wir nun eine laufende Bewegung haben in der TeamViewer-Aktie. Nach der Bodenbildung im Oktober 2019, 38,55 wäre Platz nach oben. Da wäre die 4,23,6er-Extension, also laufende Bewegung. Man kann sich bei TeamViewer eben über die Fibo-Marken orientieren als Widerstände, Unterstützung. Der Germany 30 bricht hier über die vorbörsliche Spanne aus, über die Signalkerze. Wir können jetzt im 10-Sekunden-Chart wieder gucken, haben wir ein prozyklisches 1, 2, 3. Und das haben wir jetzt auch schon. Also ist alles komplett. Solange wir, das ist ein bisschen eng natürlich, nicht mehr unter 12.066 fallen. Ein Rutsch unter 12.066 könnte ein Hinweis sein, dass wir eher eine Seitwärtsbewegung vor uns haben. Also sehr schnell gebildet gewesen jetzt. Wir haben also hier einen Ausbruch über die vorbörsliche Spanne, Rücklauf, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Ja, und damit ist die komplette Palette an Signallage da für Trendbewegung aufwärts. Solange wir jetzt die 12.066 nicht mehr unterschreiten, ein Unterschreiten der 12.066 könnte oder wäre eben eine Unterbrechung von den Aufbauten von Trendsignalen, die wir jetzt haben und könnte darauf hindeuten, dass wir eben erstmal eine Seitwärtsbewegung vor uns haben. Möglicherweise kann das dann auch kippen in eine Abwärtsbewegung oder wir machen einen neuen Trendaufbau, versuchen es dann also nochmal. Meistens ist es so, wenn da die Trader sich die Finger verbrennen, dann ist es meistens erstmal Zurückhaltung, weil man sich sagt, okay, entweder du machst jetzt einen Trend oder du machst den nicht. Und dann übernehmen eben die Range-Trader das Geschehen. Und die sind eben ganz anders unterwegs als Leute, die eben auf eine Trendbewegung setzen. Und entsprechend wird dann der Markt anders gehandelt und bewegt sich dann und verhält sich auch völlig anders. Tui, Petra. Wollte ich nicht so lange warten lassen. Tui, Deutschland, wie sieht's da aus? Ja, Boden ist kaputt. Der ist hinüber. $6.62, also das ist schon ein Impuls, 1, 2, 3, fast die 4,23,6 erreicht. Wir sind jetzt im Punkt 1 wieder zurück bei der 6,62.
Im 5-Minuten-Chart haben wir hier einen Impuls. Das ist ein bisschen langsam, geht dann schneller. Also weiß man nicht, wo da das Impulsende ist. Aber die 662 wurde auf jeden Fall gekauft. Solange das der Fall ist, kann man nun grundsätzlich davon ausgehen, dass TUI den Boden gehalten hat. Also kann man hier sehr wohl sich auch an den Fibo-Marken orientieren im Wochenkerzenchart bei der TUI. Palladium hat es nicht geschafft, aus dem Top, das hier entstanden ist am 27. Februar, die 100% Extensionsmarke 2449 wieder zu überschreiten nachhaltig. Das hat nicht geklappt, sodass hier die EMA 200 in Violett bei 2381 verlaufend möglicher Support sein könnte oder drunter die nächst tiefere Fibo-Marke. Also wir haben ein aktives Top im 4-Stunden-Kerzenchart bei Palladium und eine laufende Bewegung. Und ich brauche es, glaube ich, nicht nochmal sagen, Fibo-Marken sind Orientierung. Michael Stuckmann schreibt, danke, super Arbeit, vielen Dank für das Feedback. Sima fragt, guten Morgen, wie sehen Sie die Nelasa-Aktie? Wenn man sich jetzt die Börsen anschaut, was wird hier wirklich richtig heftig gehandelt vom Volumen her, was die Nebenwerte angeht, dann ist es und sind es die Wasserstoffaktien, unter anderem die Nelasa. Was war bei Nelasa los? Wir haben da eine Bodenbildung. Da ist irgend so ein Tank geplatzt gewesen. Da ist die deutlich eingebrochen gewesen, Nelasa-Aktie. Und dann war Nel nicht schuld an der Explosion, sondern es war so ein Teilelieferant und so weiter und so fort. Dann haben wir auf jeden Fall eine Bodenbildung Juni 2019 bei Nel gehabt und haben eine volle Bewegung nach oben gemacht aus dieser Bodenbildung. Wenn wir uns die nochmal anschauen, wie ist diese Bodenbildung? Nun, ein 1-2-3 Trendwendemuster ist hier entstanden. Wer diese Trendwendemuster noch nicht kennt, es gibt einen Erklärartikel bei uns auf der Webseite von CMC Markets. Da einfach mal bei Google eingeben, Trendwendemuster CMC 1-2-3. Und dann bekommt man das erste Suchergebnis, ist dann eben, sind die Grundlagen zu diesem Muster. Und auch das, das konnte man auch hier bei der Nel anwenden. Im großen Chart sieht man es noch besser. Hier die Geschichte 4,23,6er Extension, volle Bewegung. Und in diesem Bereich 4,23,6 bis 5,81, sagt man, ist eben eine volle Bewegung gelaufen. Da kann es dann wieder zu einem 1,2,3-Top kommen. Das sieht man im Tageschart bei Nel nicht. Einfach nur einen ganz normalen Rücklauf. Aber wenn er ein bisschen heftig gelaufen ist natürlich, aber dieser davor auch heftig gestiegen. Was heftig steigt, kommt auch heftig zurück. 11,34 ist jetzt der Widerstand nach oben, der, wenn er geknackt werden würde, Potenzial schaffen könnte bis 14,51. Beim Bestätigen dieser Marke als Widerstand wäre dann 9,38 eine Unterstützung. Also hohe Volatilität, ein bisschen Richtungssuche, nachdem die volle Bewegung hier auch schon gelaufen ist, aber kein neues Top, keine Trendwende hier bei Nelasa. Der Chart hier befindet sich von Nel auch in der, im Chartforum. Übrigens auch Ballard Power, Plug Power. Die Werte sind hier auch analysiert und die Chartanalysen dafür kann man vorfinden im Chartforum. Der Bitcoin im 4-Stunden-Chart hier unten rechts zu sehen, da haben wir ein aktives Top, ein 1-2-3 Trendwendemuster, haben nun hier die 100% Extension, punktgenau 8,453 erreicht beim Bitcoin. Und jetzt ja, kann man sich in der laufenden Bewegung auch wieder orientieren. Über 8,850 könnte es gehen in Richtung 9,492. Dort würde sich dann entscheiden, bestätigen wir das gebildete Top oder stellen wir das in Frage? Ein Infragestellen dieses Tops würde geschehen, wenn wir über 9,492 gehen würden im Bitcoin und uns dann eben auch darüber halten. Tiebreak schreibt, im S&P habe ich am 4.2. einen Gap nach oben, am 24.2. einen Gap nach unten, beide im Bereich 3,250
bis 80. 250 bis 80. Okay. Ist das erste Gap geschlossen oder bestehen beide mit erhöhter Anziehungskraft um 3,250? Also ich bin kein Experte für Gaps, daher enthalte ich mich jetzt hier mal. Also wann ist es geschlossen, wann ist es teilgeschlossen, hat es eine Anziehungskraft oder nicht? Ich habe viel probiert, was Gaps angeht und habe das Einzige, was ich mir davon wirklich behalten habe, ist, dass es potenzielle Widerstände und Unterstützungen sein können oder sind. Aber dann geht es eben um so Feinheiten wie, wird teilweise geschlossen und dreht dann, was hat das für eine Bedeutung und so weiter und so fort. Ich konnte mir da keinen Vorteil rausarbeiten, deswegen kann ich da keine wirkliche, aus Erfahrung nicht irgendeine Meinung dazu sagen. Roman fragte, Jochen, was sagst du zum Bullish Engulfing Pattern bei Brent? Ich sehe einen Einstiegspunkt, gut, das musst du sehen, aber was sage ich zur Brent-Situation, beim Rohöl-Brent? Technische Situation ist jene, dass wir nun im Stundenchart ein 1, 2, 3 ausgebildet haben. Und zwar das erste Mal, dass ich das Zeichentool heute benutze, sowas. 1, 2, 3. Ja, eigentlich 1, 2 und hier 3 und hier die X5204 wurde gekauft. Sollte das auch so bleiben, dass die gekauft wird, hätten wir die Chance, dass wir hier eben eine aktiv laufende Tief haben. Würde bedeuten, dass wir dann nach oben Ziele bestimmen könnten. Erste Ziel ist schon erreicht, die 61,8 bei 54,05. Im Tageschart für mich relevant immer noch dieses Top, das im Jahr 2019 entstanden ist. Wir sind nun aber auch in dem Bereich 423,6 ist erreicht, also volle Bewegung von dem Top ist erreicht. Ab jetzt kann man auch im Tageschart nach einem 1, 2, 3 Tief Ausschau halten im Brentölpreis. Und das kann ich natürlich tun in der kleineren Zeitebene, wo ich eben war. Oder ich bleibe im Tageschart und warte jetzt, bis dieser Impuls, der läuft, endet, ein Rücklauf kommt, dann möglichst kein tieferes Tief und dann ein höheres Hoch, also auf ein 1, 2, 3 Tief. Ab jetzt eben kann man das auf die Watchlist setzen, weil der Bereich 4,236 bis 5,81 Projektion normalerweise jener ist, wo man mit einer möglichen Trendwende wieder rechnen kann. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum, Stundenchart. Aktives. 1, 2, 3 tief. Jo. Peter S., schönen guten Morgen. Limitless Trading, auch an dich. Schönen guten Morgen, Dieter. Servus, willkommen an Bord. Und willkommen auch an alle, die vielleicht das erste Mal einschalten. Dieses Format gibt es eben täglich. Hier ist das Programm auch nochmal zu sehen. 8 Uhr, 7 Uhr Espresso. 9 Uhr CMC Börsenbuffet, 15.15 Uhr CMC Barbecue, heute 13 Uhr, je nachdem, was da verkündet wird, würde ich mich auch nochmal melden, weil dann die EZB tagen wird und die wird also was heißt tagen, es gibt hier eine Telefonkonferenz, die EZB machen wird. Und die zusammen mit anderen Zentralbanken und auch den G7-Finanzministern unter der Führung von Jerome Powell und dem amerikanischen Finanzminister Mnuchin, da möchte man darüber beraten, was denn jetzt gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus getan werden soll. Konkrete Ankündigungen, was gemacht werden könnte, gibt es nicht, aber
13 Uhr möchte man sich da zusammenrufen. Deswegen spannend, sollte sich da was ergeben, würde ich mich da auch melden. An der Stelle. Ansonsten am Nachmittag dann die nächste Sendung 15.15 .15 Uhr bis 15.45 Uhr. Das sind die drei Livestreams, die es hier auf dem YouTube-Kanal von CMC Markets gibt. Jeremy fragt, was tut man, wenn man sich verzockt hat? Wie verhindern sich immer tiefer rein zu begeben? Also vielleicht sollte beim ersten in erster Linie nicht zocken, sondern systematisch handeln. Ja, darum gibt es ja auch so Inhalte wie CMC TV, wo man. Ich mache ja auf der einen Seite, habe ich ja viele Artikel und Erklärvideos gemacht zu dem, was ich hier in der Praxis anwende. Also ihr habt die Ausbildungsinhalte und ihr seht auch die Anwendung von dem Ganzen. Und warum mache ich das? Nun, ich gebe gerne das Wissen weiter. Das ist so mein Anspruch. Ob jetzt Gewinn macht oder nicht, das obliegt euch. Ja? Aber ich möchte, dass ihr zumindest systematisch wisst, was ihr macht, dass ihr das jemandem erklären könnt, warum ihr das gemacht habt, warum habe ich den Trade aufgesetzt, was steht da dahinter, welche Logik, welche Überlegungen stehen da dahinter. Und natürlich ist das alles keine Garantie. Jegliche Charttechnik, alles, was man macht und kann man kreisrum hüpfen, ist egal. Der Markt am Ende macht, was er will. Und wenn man auf der falschen Seite investiert war, dann war man da auf der falschen Seite investiert. Der Vorteil ist von dem systematischen Herangehensweise an die ganze Geschichte, ist, dass man dann, wenn man sieht, okay, das geht irgendwie schief, mal ganz konkret sagen kann, da und daran liegt es. Also die Fehleranalyse kann ich dann machen. Wenn ich immer aus dem Bauch raus handle, heute mal das, morgen mal das, und dann, wo ist da die Fehleranalyse? Wo kann ich ansetzen? Da gibt es keinen Ansatz. Wenn ich aber das hingeschrieben habe, sage, okay, das ist meine technische Analyse, das ist das Analyseergebnis und das, wie ich das dann konkret, dieses Ergebnis handle, das habe ich mir aufgeschrieben, das sollte irgendwo stehen, von mir aus im Internet oder mit dem Stift und Papier oder wie auch immer, sollte der Schlachtplan stehen, bevor man einen Computer anmacht, bevor man sich einloggt in die Handelsplattform. Und wenn man sowas hat, dann hat man auch was Replizierbares. Dann ist nicht nur jetzt in dem Moment, wo es super gelaufen ist, sondern man hat replizierbare Methode, die man immer wieder anwenden kann. Und ich sage mal immer, ich will das auch in mal hochgegriffen in 50 Jahren noch machen, wenn ich dann noch da bin. Aber ja, so ist die Vorstellung. Ich will das nächstes Jahr, ich will es in 5 Jahren, in 10 Jahren. Ich will was haben, wo ich unabhängig mein Ding durchziehen kann. Und das kannst du nur hinbekommen, wenn eine Methodik da ist. Und daher, der Begriff Verzocken ist eigentlich nur möglichst halt, bitte nicht unsystematisch an die Geschichte hier ranwagen. Die Börse ist, das ist wie bei Odysseus, die Sirenen, ne? Hören sich toll an und so mehr man zuhört. Sich treiben lässt. Irgendwann ist man in der Falle. Aber wenn man systematisch handelt, dann wird man eben nicht zum Spielball. Das ist meine feste Meinung, das ist meine eigene Erfahrung. Und ich kann es euch nur empfehlen, was ihr macht draus, müsst ihr selber wissen. Daher, wenn es so ist, dass man denkt, dass man sich verzockt hat, Pause. Erstmal runterkommen. Und dann analysieren, an der Systematik arbeiten. Ich habe es da relativ einfach gehabt. Also was heißt einfach? Ich habe mich auch gequält. Was habe ich nicht alles ausprobiert und geguckt und hier noch ein Wochenende und da noch ein Wochenende und hier noch und das und wie wäre es mit der Methode und das. Also ich habe alles ausprobiert und am Ende vom Tag. Hilft es aber nicht, noch einen Indikator dazu zu nehmen? Oder wie wäre es mit Ichimoku? Ich will nichts gegen Ichimoku sagen, aber wie wäre es, wenn man da noch gleich den Durchschnitt und wenn man noch einen Indikator auf einen Indikator berechnet, auf die Ichimoku-Wolke und da noch drunter was einblendet? Und wie wäre es mit Market Profile noch auf 5 anderen Bildschirmen?
Das kann man alles machen, wenn man das noch überblicken kann, aber schaut das an, was ich mache. Es ist alles eingedampft auf das Notwendigste. Und immer orientieren an der Preis-Action. Aber das ist auch nur meine Meinung. Jeder Mensch ist anders. Und Chartanalyse finde ich auch, ist so ein bisschen eine Kunstform. Jeder hat da seine eigene, einen eigenen Ausdruck, wie er eben die Märkte interpretiert. Hat auch schon fast was Philosophisches, aber am Ende vom Tag braucht man was Replizierbares und eine Systematik, das ist ganz wichtig. Weil in dem Moment wird man dann sich eben auch nicht mehr verrückt machen lassen von, ja, von Nachrichten oder Tweets oder Handelskonflikt oder die Themen, die kommen und gehen. Ja, bei einem Virus ist das Sonderthema, ich möchte mich möglichst nicht anstecken. Ja. Also das ist menschlich natürlich eine Komponente. Beim Handelskonflikt hat mich das erstmal nicht gejuckt, weil ich, mei, sollen sie halt streiten. Ja? Das ist ja was, was ziemlich fern ist. Beim Virus ist schon eine menschliche Komponente mit dabei. Ich will das nicht haben, aber dennoch, am Ende ist die Börse ein Geschäft. Und wenn man Systematiken hat, dann kann man sich halt entkoppeln von der emotionalen Komponente, von vielleicht auch, dass teilweise eine Panikmache stattfindet. Also von aller Subjektivität und es möglichst objektiv betrachtet. Und das ist die lange Antwort auf Jeremys Frage, was kann man machen, wenn man sich verzockt hat? Einfach einen Schritt zurückgehen, mal abschalten, runterkommen und dann gucken, wie kann ich denn das beim nächsten Mal systematisch machen. Richman, könnten Sie noch etwas zum WTI sagen? Also ich habe das Brent jetzt schon mal drin gehabt beim Brentöl. Vielleicht kurz nochmal zur Wiederholung haben wir im Tageschart ein großes Top. Der Chart ist auch im Chartforum zu finden. Erreicht. Wir sind an die 4,236 volle Bewegung, haben jetzt im Stundenchart eben auch mit der Erholung von den Aktienmärkten, die wir sehen, auch beim Brentöl im Stundenchart einen Boden ausgebildet. Der Chart befindet sich auch im Chartforum beim WTI. Gleiche Situation. Auch beim WTI hier in 1, 2, 3. Also das unterscheidet sich jetzt nicht groß, WTI und Brent hier im Chartbild. Im Stundenchart beide mit Böden. Nico fragt, ist es möglich für die App, die Extensionsmarken zu programmieren, installieren? Fibo-Extensionen. Trading App. Ich habe es mir aufgeschrieben, Nico. Ich schicke das weiter. Letztens hat jemand im YouTube-Chat gesagt, dass mit unserer Trading App keine Preisalarme gesetzt werden können. Das stimmt nicht. Also man kann oben, wenn man eben, ich kann euch die App jetzt nicht zeigen, aber wenn ihr in der Trading App seid und seid auf einem Chart von einem CFD, dann gibt es oben Übersicht, es gibt Chart und es gibt eben oben auch so ein Symbol, das aussieht wie eine Uhr, das ist der Preisalarm. Also wenn man da draufklickt, kann man Preisalarme setzen. Ist etwas, was dann was man eben sehr gut machen kann, um Märkte, die gerade vielleicht uninteressant sind, die aber irgendwann interessant werden könnten, wenn sie an bestimmte Levels, die ihr analysiert habt, handeln. Und wenn ihr dann, ihr könnt eines machen, ihr könnt dann die ganze Zeit davor sitzen, die Katze vom Mauseloch, oder einfach einen Preisalarm setzen und dann bekommt ihr eben über eure App, in der Plattform, über E-Mail, SMS, über verschiedenste Kanäle. In dem Fall, wenn der Kurs erreicht wird, sofort ein Hinweis. Und dann könnt ihr immer noch gucken und entscheiden, was ihr dann macht. Nico, kannst du bitte den Chart nach unten ziehen? Habe ich gerade gemacht, ja. Wo kann es hier hingehen? Wo kann die Reise hingehen? Also, wir haben ja jetzt im Stundenchart eine Bodenbildung. Hier nochmal der Stundenchart von Germany 30.
6, 25, 10. Ja. Wir sind über die 12, 1, 51 gegangen. Nächste mögliche Orientierungszone wäre 3, 14 und 2, 75. 2, 75 kommt hier aus dem Tageschart. Denn wir haben ja im Jahr 2016, eher zu sehen im Wochenchart, eine Bodenbildung gehabt. Ja. Also Bodenbildung Jahr 2016, 1, 2, 3. Die 61,8er Extension ist hier zu sehen oder ist nicht zu sehen in der Darstellung. Also aus dem 2016er Boden. Die 61,8er Extension 11.592, das ist der Support. Nach oben 12.275 ist die 100% Extension. Ja, die könnte möglicher Widerstand sein in dieser Erholung. Das sind dann beides eben auch mögliche Zielzonen. Wenn wir keinen Stundenschluss bekommen über 1,51, könnte es nochmal einen Rutsch geben in Richtung 12.050. Und so ist es ein bisschen treppenförmig. Also ein Schlusskurs über einem Fibo-Level könnte ein Signal setzen für das nächst höhere, dass es angelaufen wird. Ein Scheitern an einer Fibo-Marke könnte die nächst tiefere zum Ziel machen. Felix Krombach fragt, hallo Jochen, danke für deine Analysen. Welchen Markt handelst du privat am meisten und warum? Also ich bin von Berufswegen, da ich bei CMC Markets arbeite, darf ich keine Hebelgeschäfte machen und auch keine CFDs oder Futures oder FX-Geschäfte handeln. Was ich privat mache, ist primär Aktien zu handeln. Bin ich relativ happy damit. Eben auch mit dem Ansatz 1, 2, 3 Muster und eine Kombination von dem allen, was ich hier mache, wende ich selbst auch an. Also ich erzähle ja nicht das Blaue vom Himmel runter. Aber ja, Aktien ist die Antwort auf die Frage. Nico sagt, Preisalarme funktionieren in der App, genau. Dieter fragt, wie erkenne ich jetzt frühzeitig die Trendwende im DAX? Da ist die Frage, welchen DAX welche Trendwende du meinst? Die im Minutenchart, also impliziert ja schon, dass es eine Trendwende gibt. Aber im 1-Minuten-Chart kann man jetzt in der laufenden Bewegung auch wieder gucken an den möglichen Zielzonen 2,75. 3,14, das sind ja Extensionsziele nach oben. Gibt es an diesen Marken irgendwie Trendwendemuster, also in 1, 2, 3, Top zum Beispiel? Oder gibt es das schon davor? Und so kann man eben auch sich entlanghangeln an einer Trendentwicklung. Wir haben zum Beispiel hier jetzt einen leichten Abwärtsimpuls, sodass das Tief von diesem Abwärtsimpuls zu einem neuralgischen Punkt wird. Bitte da auch die Theorievideos nochmal anschauen. Da gibt es bei uns auf der Webseite einen Erklärartikel mit Videos. 1, 2, 3 Trendwendemuster, CMC, einfach bei Google eingeben, die drei Begriffe, dann bekommt man mit dem ersten Suchergebnis den Link zu den Erklärungen. Es gibt auch in der Beschreibung von dem Livestream hier einen Link zu dem Erklärvideo. Und so kann man eben jetzt sehen, wie sich so ein Trend entwickelt. Ja, wir haben hier einen Abwärtsimpuls, eine 1, da hätte jetzt ein Fehlschlag werden können, ein höheres Hoch auszubilden und dann eine 3 mit einem Schlusskurs unter der 1, dann hätte man einen Top gehabt. Ist aber nicht passiert, sondern was der Markt gemacht hat, ist zurückgelaufen, hat hier ein bisschen gewartet und ist jetzt auf ein höheres Hoch. Insofern ist das genau so ein Trendverhalten, das man sehen möchte. Ein Trend ist zwangsläufig immer höhere Hochs. Dann beim Rücklauf höheres Tief, dann wieder höheres Hoch, wieder höheres Tief. Ne? Und es kann auch sowas kommen, dass jetzt ein Rücklauf kommt. Rücklauf,
dann scheitern erstmal an einem höheren Hoch und dann nochmal ein Test von dem Impulstief von zuvor. Das wird gekauft und das ist dann was, wo ich dann sage, das ist ein bullischer Druckaufbau. Dann kann eben auch ein höheres Hoch folgen. Solange man sowas hat, hat man einen intakten Aufwärtstrend. Es kann auch sein, und das sieht man eben bei Aktien, die sehr impulsiv steigen aufgrund positiver Nachrichten, gerade im US-Small-Cap-Bereich, wo man dann manchmal 70, 80, 90% plus hat, eine Biotech-Aktie zum Beispiel, da hat man auch so ein Pattern, das dann eben oft so ist, also Schlusskurs von der Aktie ist hier, Vortag, was weiß ich, 10, Eröffnung 18. Das hören wir total übertrieben, aber eigentlich nicht, weil die Nachricht ist super. Die haben mal irgendein Präparat oder sonst was. So, und dann gibt es eine Weile Trendverhalten erstmal und dann gibt es irgendwann so ein Abseilen und die Aktie rutscht dann drunter und konsolidiert dann eine Weile unter diesem Level. Also wir haben hier eine 1, 2, 3. Meistens vor 17 Uhr, irgendwann 16:30 bis 17 Uhr, weil das normalerweise dann erstmal eine Pause ist, bis dann irgendwann 19:30 bis 20 Uhr ist, wo dann quasi so die Mittagspause vorbei ist, wo dann nochmal bis 22 Uhr was los ist. Und wenn man dann sieht, die Aktie hält sich hier oben, ja, geht wieder über diesen Punkt 1 und macht dann bullischen Druckaufbau, man sieht dann Hammerkerzen im 1-Minuten-5-Minuten-Chart, dann kann sein, dass hier die nochmal aufgegriffen wird und dann, dass sich dann der Trend eben auch fortsetzt. Also es kann in einem starken Aufwärtstrend, das muss ja nicht so was Extremes sein, aber in starken Aufwärtstrends ein 1, 2, 3 auch aktiviert werden, einfach nur als Konsolidierungspause. Und wenn man dann sieht, da kommt kein richtiges Verkaufsinteresse über mehrere Stunden auf und dann klettert sie wieder über diesen Punkt 1, macht dann bullischen Druckaufbau, kann das ein Zeichen sein, dass der alte Trend einfach nur eine Weile auskonsolidiert wurde und sich dann eben weiter fortsetzt. Also solche Punkte 1, auch wenn sie schon einen halben Tag zurückliegen, sind sehr wichtig für den möglichen weiteren Verlauf. Und das, was wir jetzt sehen, ist vom Hoch wieder ein normaler Rücklauf, ist schon impulsiver als zuvor. Also hier ist jetzt eine mögliche 1, die entsteht. 1 ist aber noch kein Top. Dafür müsste jetzt der Versuch laufen, die 2. Und dann eben, dass eine 3 kommt, dann hätte man eine Trendwende. Die ist jetzt bisher nicht da, ist ein ganz normaler Rücklauf. Nikolaus Damm fragt nach Airbus. Wie sieht es bei Airbus aus? Wir haben bei Airbus einen Top, das sich gebildet hat. Und jetzt sind wir in den 4,23,6er Wendebereich angekommen, potenzieller Wendebereich. Und hier kann man jetzt schauen, ob im Tageschart ein 1, 2, 3 Tief entsteht. Also seit dem Top volle Bewegung, die gelaufen ist. Der Chart befindet sich auch im Chartforum. Konrad Lindner fragt, mach doch mal ein Demokonto. Nein, werde ich nicht machen. Auch wenn du immer wieder fragst, oder fragst, heißt es ja auf Hochdeutsch. Ich mache was vor und ihr tradet nach Geschichte hier starten. Das widerspricht komplett der Idee von 7CTV. Ich möchte, dass ihr das selber lernt. Und selbst zumindest seht, okay, mit Systematik sich der ganzen Geschichte zu nähern, ist besser, als irgendwas nachzutraden. Warum soll ich dann sowas machen? Ergibt keinen Sinn für mich. Ja, was sagt aktuell der Wohler-Index? Petra, das ist eine gute Einwurf, weil genau darauf wollte ich nämlich eingehen. Das ist, glaube ich, das letzte. Na, Fenstergrenze ist erreicht. Das Palladium weg. Wohler, März. Und zwar bei der Wohler. Im Stundenchart könnte jetzt ein 1, 2, 3 reaktiviert werden. Die ganze Zeit so, soll es hier das Top reaktiviert werden. Und was wir jetzt hier haben, ist eben die Frage, kommt hier eine 3?
also unter 25,97, und das ist der Volatility Index CFD, der quasi basiert auf dem VIX, und das ist der Volatility Future, der die impliziten Volatilitäten von Optionen auf den S&P SP Future und den E-Mini S&P Future misst. Also ein Angstindikator. Wenn der fällt, geht Volatilität aus dem Markt raus, geht Angst raus, dann sinkt die Nachfrage nach Put-Optionen, da gehen dann die Prämien, die Aufpreise für diese Put-Optionen gehen zurück, weil die Nachfrage geringer wird, weil die Volatilität und die Schwankungen zurückgehen. Also ein Signal der Entschärfung könnte sein, ein Unterschreiten der 25,97er Marke und auch ein darunter verharren und bleiben. Ja. Hier also aufpassen, Volatility Index, spannende Geschichte, Top-Bildung könnte auf eine Deeskalation insgesamt hindeuten. Aufpassen, jetzt hier 1,51, neuralgischer Punkt hier nach unten. Ja, wieder gleiche Geschichte, die ich vorhin gesagt habe, 1, 2 und jetzt ist die Frage, kommt hier eine 3? Also Schlusskurs unter 1,51 auf Minutenbasis könnte bedeuten, dass wir ein 1, 2, 3 Top bilden, was uns dann nochmal einen Rücklauf bringen könnte zur Signallinie, zum vorbörslichen Hoch. Und dann wäre ein Top so lange intakt, wie es intakt ist, und dann kann ein Abwärtstrend sich bilden. Und der Abwärtstrend ist so lange intakt, wie er eben, klingt blöd, aber so lange intakt, wie er intakt ist. Also bis ein Gegenmuster wieder kommt und 1, 2, 3 tief. Wenn jetzt die 1,51 gekauft werden würde, ja, dann hätten wir die Chance für einen bullischen Druckaufbau nach oben mit inklusive neuer Hochs. Und das entscheidet sich an solchen neuralgischen Punkten, die eben dann, da wird dann eben entschieden, wie es weitergehen könnte. Firmen 1, 2, 3 im SPX. Neuralgischer Punkt, den es jetzt gilt, zurück zu erobern, ist die 3092. Germany 30 hält die 1,51. Möglicher bullischer Druckaufbau. Dafür müsste jetzt aber der SPX möglichst drehen. Ansonsten wird es für den Germany 30 schwierig, die 1,51 zu halten. Lufthansa schon 6% im Plus. Jo, also ich glaube, die Marken sind soweit bekannt. 13 Uhr würde ich mich dann noch mal melden. Sollte es zu besondere Nachrichten kommen, ladet euch auch die App runter für euer Smartphone, die Trading-App von CMC Markets, da werde ich eine Push-Notification rausschicken, wenn sich da irgendwas Entscheidendes ergibt bei der Telefonkonferenz, die da angesetzt ist zwischen Zentralbanken, dem amerikanischen Finanzminister Christine Lagarde und den G7-Finanzministern. Sie wollen die Konjunkturschwäche durch das Virus bekämpfen. Ich sage danke fürs Einschalten und dann
bis heute Nachmittag 15:15 Uhr. Bis dahin. Ciao.